miteinander. Wir melden uns heute aus der Fuschelsee-Region. Wir sind hier 2 Tage unterwegs, machen die 4-Berge-3-Seen-Tour. Und wir sind gestern angereist, haben im Hotel Mohrenwirt übernachtet und sind von dort heute Morgen gestartet. Unser Gepäck wird uns an den Schafberg geliefert und da schlafen wir heute Abend. Und das ist eigentlich eine 4-Tages-Wanderung und wir machen quasi 2 Etappen an einem Tag. Einfach, weil wir nicht so viel Zeit haben. Und im Grunde kann das aber jeder machen, wie er möchte. Also Trailrunner vielleicht das einfach auf 2 Tage, aber auch Familien oder Leute, die nicht so viel am Berg unterwegs sind, schaffen das auch locker an 4 Tagen. Also es ist wirklich eine richtig schöne Wanderung, die für jeden geeignet ist. Kommt man direkt schon zur ersten Einkehrmöglichkeit, und zwar zur Lerchenhütte und zur Badhütte. Von dort aus hat man auch einen ziemlich geilen Ausblick auf den Wolfgangsee, und den Mondsee sieht man auch. Wir sind jetzt am 12er Horn und es ist super crowded hier. Ist natürlich auch kein Wunder, weil die Leute fahren da alle mit der Bahn auf. Und auch die ganzen Paraglider starten von hier. Das ist aber ganz cool zum Zuschauen. Mit dem Schiff von St. Gilgen nach St. Wolfgang gefahren, haben uns da ein paar Kilometer gespart, weil normalerweise fährt man nur bis nach Frühberg und geht dann von dort über so einen Steig weiter. Der ist auch echt schön, und ja, jetzt sind wir auf dem Weg Richtung Schafberg, sind jetzt hier am Mönichsee. Der ist voll schön, es ist voll ruhig hier, und ja, obwohl der Schafberg voll der Touristenberg ist, haben wir jetzt eigentlich nicht viele Leute getroffen. Also jetzt da auf dem Aufstieg, da waren wir schon großteils alleine, was sicher auch daran liegt, dass wir ja jetzt schon relativ spät unterwegs sind. Wir haben die letzte Nacht hier auf der Schafbergspitze im Hotel verbracht. Voll genial. Also die Aussicht hier, auf der einen Seite ist der Wolfgangsee, auf der anderen Seite der Mondsee und der Attersee. Herrn Fuschelsee und Niersee sieht man auch. Und man hat auch eine wahnsinnige Sicht auf die Berge hier, auf Dachstein, Gosaukamm, Watzmann, Untersberg. Man sieht eigentlich alles. Also wirklich mega genial. Und wir sind jetzt wieder frisch und starten heute auf die 2.
erstes Zwischenziel erreicht, ist der Almkogel. Der ist jetzt nicht sonderlich schwer zu besteigen, aber mega lohnenswert, weil die Aussicht hier oben ist echt toll. Man sieht auf dem Mondsee und man sieht auch da hinten die Drachenwand. Und da sieht man die Ameisenstraße aus Klettersteig gehen, über den Drachenwandklettersteig. Ja, und das Wasser unten, das schimmert so geil blau. Ich würde jetzt am liebsten da reinspringen, weil das ist richtig heiß. Wir haben jetzt den dritten von vier Gipfeln erreicht, also der vierte Gipfel, das ist der Frauenkopf. Der ist jetzt nur noch einen Katzensprung entfernt und da unten, da leuchtet einfach das türkisblaue Wasser vom Fuschelsee so einladend hier hoch, dass wir die ganze Zeit uns schon darauf freuen, dass wir da nachher reinhüpfen dürfen.